Ein aufstrebender junger Schotte ist besessen von einer Vision. Er will eine unsichtbare Kraft unter Kontrolle bringen. Dampf als die Energiequelle der Zukunft nutzbar machen. Doch mächtige Konkurrenten und Spione arbeiten gegen ihn und gefährden sein großes Lebenswerk. Er sollte das Tor zu einem neuen Zeitalter aufstoßen und mit seiner neuartigen Maschinenkraft die Welt für immer verändern. James Watt und der Sieg der Feuermaschine. England, 1775. Immer bei Vollmond trifft sich in einer prächtigen Villa bei Birmingham in aller Stille eine Gruppe, die sich Lunar Society, Mondvereinigung, nennt. James Watt soll an diesem Abend in den elitären Kreis aufgenommen werden. Er ist nervös. Gleich wird es soweit sein. Watt, der einfache Instrumentenbauer, wird den bedeutendsten Wissenschaftlern und Persönlichkeiten Englands gegenüberstehen. Wie lange hat er auf diesen Moment gewartet? Gastgeber der einflussreichen Lunar Society ist Matthew Boulton, ein vermögender Unternehmer. Die führenden Köpfe Englands debattieren in seinem Haus die Zukunft des Landes. Heute Abend soll Watt seine revolutionären Pläne präsentieren. Die könnten England ungeheure wirtschaftliche und machtpolitische Vorteile bringen. Hier, in der Universität zu Glasgow, dem geistigen Zentrum Schottlands, hat 18 Jahre zuvor alles angefangen. Hinter den dicken Mauern findet der junge Watt Zuflucht vor den Wächtern der Handwerkszunft. Er wollte eine eigene Werkstatt eröffnen, als Instrumentenbauer, obwohl er nur ein Lehrjahr hinter sich hatte, aus Geldmangel. Die strenge Zunftordnung verlangt aber mindestens 7 Lehrjahre. Die Professoren der Universität sind Watts Rettung, geben dem geschickten Mann eine Chance. In einer kleinen Kammer darf er wohnen und wissenschaftliche Apparate reparieren. So verbringt Watt 6 Jahre, in denen er alles Wissen begierig aufsaugt. Dann, eines Tages im Jahre 1763, kommt ein eiliger Auftrag. Er soll das Modell einer primitiven Maschine für den Lehrbetrieb instand setzen. Watt ahnt nicht, dass dieser Auftrag sein Leben für immer bestimmen wird. Nach und nach machte er aus einer Art Spielzeugapparatur ein Forschungsobjekt. Und dabei wurde er so etwas wie ein Wissenschaftler. Das Modell auf Watts Werkbank ist die Nachbildung einer Feuermaschine, die der englische Schmied Thomas Newcomen schon 1712 für die Entwässerung im Bergbau entwickelte. Die einfache Dampfmaschine ist jedoch zu schwach für die Pumpen unter Tage. Bergleute schuften unter Lebensgefahr, treiben die Stollen immer tiefer ins Erdinnere, wo ein grässlicher Feind lauert. Bei plötzlichem Wassereinbruch versagen die Pumpen. Für die Männer, eingeschlossen tief unter der Erde, der sichere Tod. Inzwischen verlässt James Watt kaum noch seine Kammer, arbeitet neben seinen regulären Aufträgen fieberhaft an der Dampfmaschine, oft sogar nachts. Immer wieder befeuert er den Boiler des simplen Modells. Er will diese Maschine durchdringen, ihre Arbeitsweise verstehen, ihre Schwächen herausfinden. Watt fasst einen kühnen Entschluss. Er will für die Bergwerke eine neue Kraftmaschine entwickeln. Sie soll mehr Leistung bringen und dabei weniger Kohle verbrauchen. Für Watt steht fest, der Kraft des Dampfes gehört die Zukunft.
Heute, 250 Jahre später, sind Turbinen die Energielieferanten der Großindustrie. Doch die treibende Kraft ist, wie zu Watts Zeiten, nach wie vor das Medium Dampf. Auf die Ingenieure wartet bei diesem Projekt eine gewaltige Herausforderung. Es ist die größte Turbine der Welt, die hier gebaut werden soll. Mit Schallsensoren wird die Schwingung jeder einzelnen Turbinenschaufel überprüft. Höchste Präzision ist gefordert. Zeigt ein Blatt gefährliche Eigenschwingungen, wird es sofort ganz ausgetauscht. Denn die kleinste Unregelmäßigkeit kann zerstörerische Folgen haben. 320 Tonnen, so viel wie 4 Güterlokomotiven, wiegt der Turbinenrotor. Muss 1500 Umdrehungen pro Minute aushalten. An den Schaufelenden doppelte Schallgeschwindigkeit. Die auftretenden Kräfte entsprechen dem Gewicht eines Airbus A380. An jeder einzelnen Schaufel. Kräfte, die zu Watts Zeiten unvorstellbar waren. Die Küste Cornwalls. Eine vom Atlantik umtoste Landzunge im äußersten Westen. Mitte des 18. Jahrhunderts das Bergbauzentrum Englands. Unter schroff abfallenden Klippen lagern reichlich Kupfer und Zinn. Damit man bis zu den Bodenschätzen vordringen kann, krallen sich zahlreiche Bergwerke an die steilen Felsen. Bis tief unter den Meeresspiegel reichen ihre Stollen. In den Minen treiben alte Dampfmaschinen langsame Pumpen an. Die schaffen es kaum, die Schächte vom Wasser freizuhalten. Kohle, für die Feuerung der Dampfmaschinen dringend gebraucht, muss teuer von weit her geschafft werden. Die Bergwerksbesitzer suchen dringend nach einer besseren und sparsameren Kraftmaschine. Sonst stehen ihre Gruben vor dem Aus. Die Not der Grubenbesitzer ruft einen der bekanntesten Ingenieure jener Zeit auf den Plan. Der ehrgeizige John Smeaton gilt in ganz Großbritannien als einer der besten Männer seines Faches. Und er hat James Watt einiges voraus. Im Jahr 1759 hatte Smeaton mitten im Meer den Eddystone-Leuchtturm errichtet. Ein spektakuläres Meisterwerk. Seither wird der Ingenieur im ganzen Land bewundert. Wie Watt stammt auch Smeaton aus einfachen Verhältnissen. Jetzt hat er Zugang zu höchsten gesellschaftlichen Kreisen. Smeaton ist entschlossen, schon bald eine verbesserte Dampfmaschine auf den Markt zu werfen. Er wird Watts härtester Gegenspieler. John Smeaton nahm sich die Dampfmaschine vor, weil inzwischen klar war, dass man mit Newcomens Maschine nicht mehr weiterkam, die ja auch viel zu viel Kohle verbrauchte. Wenn man also die Dampfmaschine weiter einsetzen wollte, musste sie einfach verbessert werden. Und John Smeaton wollte dieses Problem knacken. James Watt weiß nichts davon, dass sich Smeaton ebenfalls die Dampfmaschine vornimmt. In Glasgow widmet er jede freie Minute seinen Versuchen. Inzwischen hat Watt seine Jugendliebe Margaret geheiratet und ein standesgemäßes Haus gemietet. Die Universität hat ihm den Titel eines mathematischen Instrumentenbauers verliehen. Watt darf endlich eine Werkstatt mit einem Laden für Messinstrumente eröffnen. Dafür geht er ein enormes Risiko ein, verschuldet sich hoch. Jetzt darf nichts schiefgehen. Das weiß auch Margaret, die alles tut, um ihrem Mann bei seiner Arbeit zur Seite zu stehen. Sie half und arbeitete im Laden mit, um ihren Mann zu unterstützen. Watt war kein besonders guter Geschäftsmann. Es gab nie viel Geld. Deswegen war Margarets Hilfe wichtig. Uns zeigt es vor allem, was für ein Mensch sie war. Sie verlor nie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Nach der Arbeit verbringt Watt die Nächte häufig in der Bibliothek der Universität. Inzwischen ist es 1765. 2 Jahre forscht Watt schon an der rätselhaften Kraft des Dampfes. Hat sogar Französisch und Deutsch gelernt, um Standardwerke im Original lesen zu können.
Margaret wartet zu Hause oft vergeblich, wenn er vor Erschöpfung eingeschlafen ist. Watt hat sämtliche Abläufe im Innern der Maschine am Modell genau studiert. Jetzt glaubt er endlich erkannt zu haben, warum die Maschine so langsam läuft. Der heiße Dampf wird im Zylinder abgekühlt. Dabei, das hat Watt herausgefunden, geht jede Menge Wärmeenergie verloren. Zurück in der Werkstatt entwirft Watt einen speziellen Kondensator, der außerhalb des Zylinders sitzt. Wenn es funktioniert, könnte die Dampfmaschine schneller laufen. Das wäre der lang ersehnte Durchbruch. Bisher wird Dampf im Zylinder mit kaltem Wasser langsam kondensiert, also verflüssigt. Das entstehende Vakuum zieht den Kolben nach unten. Die alte Maschine schafft so 6 bis 8 Arbeitshübe pro Minute. Watt verlagert die Kondensation aus dem Zylinder in ein separates, permanent gekühltes Gefäß. Der Dampf kondensiert schneller, der Zylinder bleibt permanent heiß. Watts Maschine läuft jetzt doppelt so schnell. Was vor 250 Jahren in Watts Werkstatt begann, beschäftigt noch immer Ingenieure weltweit. Die Suche nach der perfekten Dampfmaschine. Heute sind es Turbinen, die die Dampfkraft nutzen, um sie zumeist in elektrische Energie umzuwandeln. In der Halle eines deutschen Turbinenwerks stehen Ingenieure und Montagespezialisten unter Hochspannung. Es ist ein entscheidender Moment. Die gigantische Turbine wird in ihr Gehäuse eingepasst. Die kleinste Abweichung könnte jetzt die Arbeit von Monaten gefährden. Ein letzter Sicherungsbolzen wird entfernt. Dann liegt der Rotor mit seinen 320 Tonnen frei im Gehäuse. Gleich wird der Drehtest zeigen, ob alle Teile passgenau montiert wurden. Langsam setzt sich das riesige Schaufelrad in Bewegung. Alles deutet auf einen guten Verlauf hin. Eine Auslieferung scheint nichts mehr im Wege zu stehen. Wie einst James Watt sind Ingenieure noch immer auf der Jagd nach der effizientesten Umwandlung von Wärmeenergie in Bewegung. Heute werden 80% der Elektrizität mit Dampfturbinen gewonnen, mit fossilen Brennstoffen oder im Atomreaktor. Den Rest liefern Wasserkraft, Wind und Photovoltaik. Speziallegierungen werden erforscht, sogar Kobalt und Nickel verwendet. Für eine Turbinenwelle ist nur das Beste gut genug. Immer wieder wird das glühende Metall geschmiedet, um den Rohling zu veredeln. 3 Wochen dauert der langwierige Prozess. Das 100 Tonnen Schwergewicht wird zum Herzstück der größten Turbine der Welt. 15 Meter lang, aufrecht stehend, hoch wie ein 5-stöckiges Gebäude. Die Welle ist ein Unikat. Meisterwerk der Stahlverarbeitung, geschaffen, härtesten Belastungen standzuhalten. Eine Technik, von der man zu Watts Zeiten nicht einmal träumen konnte. Für Watt wird es knapp. Inzwischen weiß er, dass ihm Konkurrenz Meaton dicht auf den Fersen ist. In ganz Schottland sucht Watt nach einer Schmiede, die in der Lage ist, nach seinen Plänen große Maschinenteile zu fertigen. Und er braucht dringend Geld. Sonst kann er nicht das wichtige Patent beantragen. Die Lage scheint aussichtslos. Watt findet keinen Schmied, der Eisenteile von ausreichender Größe und Präzision herstellen kann. Wenn er keine besseren Handwerker findet, wird ihm sein Konkurrent zuvorkommen. Zuerst hatte Watt das Problem, aus dem kleinen Modell überhaupt eine große Maschine zu entwickeln. Er arbeitete an einer Dampfmaschine, die größer war als alles, was bisher gebaut wurde. Und damit stieß er an die Grenzen der Technologie seiner Zeit. In der Nähe von Birmingham. Dort steht noch heute ein historischer Hochofen, ähnlich wie zu Watts Zeiten. Ein Versuch soll zeigen, inwieweit die Eisenverarbeitung damals Watts Bedarf erfüllen konnte. Denn
Was half es ihm, wenn er auf dem Papier etwas erfand, was zu seiner Zeit niemand bauen konnte? Wie vor 200 Jahren wird das immer noch fast 1000 Grad heiße flüssige Eisen per Hand in spezielle Sandformen gegossen. Mit den primitiven Mitteln des späten 18. Jahrhunderts gelingen auch heute Schmelze und Guss. Dann heißt es für die Gießer, 2 Stunden warten. Erst wenn die Formen abgekühlt sind, tritt die Qualität des Gusses zutage. Die Eisenstücke sind einwandfrei. Doch es sind nur kleine Teile von geringer Präzision, die man damals gießen konnte. Sollte etwas Großes konstruiert werden, musste es aus zahllosen Kleinteilen zusammengesetzt werden. Wie die Iron Bridge bei Birmingham, ein Meisterwerk aus dem Jahr 1779. Das kleingliedrige Bauwerk zeigt die Möglichkeiten der Zeit vor über 200 Jahren, aber auch die Grenzen. Will Watt sein Ziel erreichen, muss er diese Grenzen überwinden. Doch er kommt nicht weiter. Und dann taucht auch noch ein finsterer Besucher in seinem Laden auf. Watt ahnt nichts Gutes. Er hatte sich viel Geld geliehen, um sein Geschäft aufzubauen. Kürzlich ist unerwartet sein stiller Teilhaber gestorben. Jetzt stürzen sich die Gläubiger auf ihn, fordern sofortige Rückzahlung. 760 Pfund. Ein unfassbarer Schuldenberg für ihn, den Handwerker, der gerade 1 bis 2 Pfund pro Woche verdient. Nur ein Wunder kann ihn noch retten. Oder eine gute Idee. Es ist die Zeit um 1760. Auf britischem Boden entwickelt sich ein stetiger wirtschaftlicher Aufschwung. Neue Wasserwege werden dringend gebraucht für den Transport von Gütern und Rohstoffen vom Süden Englands bis hoch nach Schottland. Der Verlauf dieser Kanäle muss präzise vermessen und geplant werden. Watt hatte vor einiger Zeit ein Vermessungsinstrument entwickelt. Jetzt bewirbt er sich kurzerhand bei einem der zahlreichen neuen Kanalbauprojekte als Landvermesser. Er kann die Auftraggeber überzeugen und erhält den rettenden Auftrag, denn sein optisches Vermessungsgerät spart viel Zeit und Geld. Durch harte Arbeit kann er in den nächsten Jahren den drohenden Bankrott abwenden. Noch immer kreisen nebenbei seine Gedanken um die Dampfmaschine, auch wenn sein Konkurrent Smeaton schon Fortschritte gemacht hat. Eines Tages im Jahr 1768 kehrt James Watt, erschöpft von längeren Vermessungsarbeiten, nach Hause zurück. Er wird sehnlichst erwartet von seiner Frau, denn große Neuigkeiten warten auf ihn. Schon seit einigen Jahren stand er im Briefverkehr mit einem Unternehmer namens John Roebuck, den er persönlich aber noch nicht kennengelernt hat. Nun geschieht etwas, das Watts Leben in neue Bahnen lenkt. John Roebuck bietet dem verschuldeten Erfinder überraschend eine Partnerschaft an. Roebuck will die Entwicklungskosten der Dampfmaschine übernehmen. Als Gegenleistung verlangt er 2/3 der zu erwartenden Gewinne. Um seine Erfindung patentieren lassen zu können, hätte Watt den gesamten Lohn von 2 Jahren aufwenden müssen. Daher war es damals für kaum jemanden möglich, an ein Patent auch nur zu denken. Und deshalb war es für Watt äußerst wichtig, einen Partner zu bekommen. Margaret ist hochschwanger. Trotzdem steht sie weiter im Laden. Seit Wochen schon ist James in London, um sein Patent zu erhalten. Endlich, Anfang des Jahres 1769, kehrt ihr geliebter Mann nach Hause zurück. Und tatsächlich, er hat das Patent in der Tasche. In Margaret wächst die Hoffnung. Jetzt würde James vielleicht schon bald die Dampfmaschine zu Geld machen und für sie und das Kind sorgen können. Aber noch gibt es die Erfindung nur auf dem Papier. Und Watt hat wertvolle Zeit verloren.
Der gewiefte Smeaton ist James Watt inzwischen weit voraus. Der Konkurrent hat im Wettlauf um die bessere Dampfmaschine die Führung übernommen. Mit einfacher Ingenieursarbeit hat er sich einen schnellen Vorteil verschafft. Smeaton hat lediglich das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten optimiert und so den Wirkungsgrad der alten Maschine von einem halben auf ein ganzes Prozent gesteigert. Smeaton liefert bald erste Exemplare seiner aufgebesserten Dampfmaschine an Minenbesitzer aus. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Er bekommt immer neue lukrative Aufträge. Und damit wächst seine Gewissheit. Jener schottische Erfinder wird den Erfolg seiner Maschine nicht mehr gefährden, wird seinen Vorsprung nicht mehr aufholen. Watt muss die Arbeit an der Dampfmaschine unterbrechen. Ausgerechnet jetzt. Er bekommt einen neuen Vermessungsauftrag, kann nicht ablehnen. Lieber würde er bei seiner Frau bleiben. Sie ist wieder schwanger. Doch er hat keine Wahl, muss für den Lebensunterhalt der Familie sorgen. An einen Freund schreibt er verzweifelt: Ich habe Weib und Kind, meine Haare beginnen zu ergrauen und ich habe nichts getan, um für sie zu sorgen. Seine Frau war der Ruhepol des Familienlebens. Sie war sehr darum bemüht, ihm ein angenehmes Zuhause zu bieten. Aber vor allem war sie die Mutter seiner Kinder. Und die liebte Watt zweifellos über alles. Im September des Jahres 1773 ist James Watt in einem abgelegenen Teil Schottlands unterwegs. Da ereignet sich zu Hause Schreckliches. Zu spät erhält er die Nachricht. Schon vor einigen Tagen hätten bei seiner Frau die Wehen eingesetzt. Es sei zu schweren Komplikationen gekommen. Watt verliert keine Zeit. So schnell er kann, eilt er nach Glasgow, um seiner Frau beistehen zu können. Völlig erschöpft kommt er nach Hause, doch zu spät. Der Arzt hatte nichts mehr für seine Frau tun können. Es ist Watt, als habe man ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Seine geliebte Margaret hat die Geburt nicht überlebt. Auch das Baby ist gestorben. James Watt macht sich die schlimmsten Vorwürfe. Und als dann auch noch wenig später sein Geschäftspartner pleite geht, beschließt Watt, Schottland für immer zu verlassen. Er gibt seinen 5-jährigen Sohn zu Verwandten und macht sich auf den Weg. Im Süden Englands hofft er auf einen neuen Anfang für sich und seine Dampfmaschine. Das moderne Riesenprojekt ist vollendet. Die größte Dampfturbinenanlage der Welt steht kurz vor ihrer Auslieferung. Die Ausmaße sind gigantisch. Zusammengebaut fast 70 Meter lang, bei einem Gewicht von über 5000 Tonnen. Letzte Tests. Die gesamte Kraftanlage besteht aus 3 Turbinen und einem Generator. Es ist nicht nur die größte Turbinenanlage der Welt, sondern mit Abstand die größte Maschine zur Energieerzeugung, die je von Menschen gebaut wurde. Die finnische Küste mit der vorgelagerten Insel Olkiluoto. Das modernste Atomkraftwerk der Welt während seiner Entstehungsphase. Es ist der erste Neubau eines Atomkraftwerks in Westeuropa seit der Katastrophe von Tschernobyl 1986. Und es ist der größte je gebaute Atommeiler. Eine hochkomplexe Anlage. Ein Labyrinth aus Druckleitungen und Sicherheitsventilen. Fehler hätten unvorstellbare Folgen. Im Kern geht es aber immer noch darum, Dampf zu erzeugen. Gigantische Mengen an Dampf. Nur ist es nicht mehr Kohle wie zu Watts Zeiten, sondern Uran, das als Brennstoff dient. Die Brennstäbe lösen eine atomare Kettenreaktion aus. Mit dem Kühlmittel, auf über 300 Grad aufgeheizt, wird im Grunde nichts anderes als Wasserdampf erzeugt, wie in einem konventionellen Kraftwerk auch. Dampf für die Riesenturbine aus Deutschland. Dampf als Energieträger, wie schon vor über 200 Jahren.
Nach dem Tod seiner Frau wagt Watt den Neuanfang in Birmingham. Matthew Boulton, führender Kopf der legendären Lunar Society, bemüht sich um den Erfinder. Er ist begeistert von Watts Idee zu einer neuartigen Dampfmaschine. Boulton brauchte Watt und der brauchte Boulton. Ihre Fähigkeiten ergänzten sich, um das Geschäft mit der Dampfmaschine voranzubringen. Boulton hat Freunde, die sich im Land gut auskennen. Einer von ihnen bringt Watt auf eine zündende Idee. Der Kanonengießer John Wilkinson sorgt in jenen Jahren mit seinen zielsicheren Kanonen für Aufsehen. Er hat eine neuartige Bohrtechnik entwickelt und die ist der Schlüssel zu seiner unnachahmlichen Präzision. Wenn Wilkinson wirklich über geheimes Wissen verfügt, könnte er dann nicht auch den Zylinder für eine Dampfmaschine bauen, wie es ihn noch nie gab? Watt drängt Boulton zu einem Besuch in John Wilkinsons Gießerei. The King of Iron Masters, der König der Eisenbarone wird er genannt. Der Gießmeister ist schon zu Lebzeiten eine Legende. Selbstbewusst führt Wilkinson die Besucher durch seine Werkstatt, ohne zu viel preiszugeben. Boulton und Watt sind beeindruckt. Wilkinson ist der richtige Mann, um den Zylinder zu fertigen, den Watt so dringend braucht. Wilkinson, dem Watt schon Pläne geschickt hatte, baut einen ersten Dampfkolben. Als Abdichtung im Zylinder sollen Hanfseile dienen, mit denen der Kolben umwickelt wird. Kommen die Seile mit Wasserdampf in Berührung, quellen sie auf, wirken als Dichtung. Watt ist sprachlos. Jetzt könnte endlich gelingen, wonach er schon 10 Jahre seines Lebens gesucht hat. Tatsächlich liefert Wilkinson schon bald einen meisterhaften Dampfzylinder, einzigartig in seiner Präzision. Dem Bau der ersten Watt'schen Dampfmaschine scheint jetzt nichts mehr im Weg zu stehen. 1777 ist es soweit. Watt wird nach London gerufen. Er kann es kaum glauben. Tatsächlich erhält er den Auftrag zum Bau einer Dampfmaschine. Innerhalb weniger Monate entsteht das technische Meisterwerk. Man ist begeistert von der mächtigen Maschine. Es könnte endlich der große Durchbruch für Watt sein. Da verlangen die Auftraggeber einen Testlauf. Mit der Leitung beauftragen sie ausgerechnet Watts Rivalen Smeaton. Und der wittert seine Gelegenheit. Das könnte die Chance sein, sich des lästigen Konkurrenten Watt zu entledigen. Am Abend vor dem Testlauf, so heißt es, wird der für die Maschine verantwortliche Mechaniker in einer Schenke gesehen, die Taschen voller Geld. Es wird berichtet, dass Smeaton, dem Mechaniker, der Watts Maschine bediente, Geld gab, mit dem sich der Arbeiter so betrank, dass er am nächsten Tag die Maschine ruinierte. Zwischen Watt und Smeaton gab es also Ärger. Smeaton kann sich freuen. Was von Watt als Triumph geplant war, endet im Fiasko. Die Maschine ist unbrauchbar. Doch die Nachricht von Watts revolutionärer Erfindung macht dennoch die Runde, dringt bis ins ferne Preußen. Der König will Dampfmaschinen dieses Typs für seine Minen. Friedrich II. Weist seine Bergbauexperten an, mit Watt zu verhandeln. Doch Watt und Boulton verlangen ein Liefermonopol für ganze 14 Jahre. Bald darauf schiffen sich 2 Männer aus Preußen auf einem schnellen Segler ein, mit Kurs auf England. Sie überqueren den Ärmelkanal und gehen an der englischen Südküste an Land. Die Preußen haben ein ganz bestimmtes Ziel. Watts und Boultons Gießerei in Birmingham. Ihre Absicht? So viel wie möglich über Watts Dampfmaschine auszuspähen. Sie sind fest entschlossen, sich nicht mit leeren Händen auf den Heimweg zu begeben.
Und sie werden nicht enttäuscht. Bekommen wichtige Teile für eine Dampfmaschine zu sehen. Mit scharfem Blick erkennen die Spione den besonderen Wert. Akribisch vermessen und registrieren sie sämtliche Details und erbeuten wertvolle Informationen. Bald werden sie mit präzisen Zeichnungen die Rückreise nach Preußen antreten, wo ein heimlicher Auftraggeber auf sie und die Unterlagen über Watts Dampfmaschine wartet. Das entlegene Cornwall. Der Bergbau steht am Rande des Ruins, wegen des enormen Kohleverbrauchs der alten Dampfmaschinen. Viele der Minen mussten bereits aufgegeben werden. In den verbliebenen Stollen wehren sich die Bergleute mit unzulänglichen Mitteln gegen die einbrechenden Wassermassen, während die völlig unzureichenden Dampfmaschinen Tag und Nacht pumpen und Tonnen über Tonnen der teuren Kohle verschlingen. In dieser verschärften Notlage sieht Watt jetzt seine neue Chance. Der Ingenieur wird zum Handlungsreisenden, bricht selbst nach Cornwall auf mit einem ausgeklügelten Geschäftsmodell und einer besonderen Idee im Gepäck. Damit will er die starkköpfigen Landlords von den Vorteilen seiner Maschine überzeugen. Die Grubenbesitzer sollen seine Dampfmaschine nicht kaufen, sondern nur für die Benutzung zahlen. Und zwar lediglich ein Drittel der Summe, die sie für ihre bisherigen Maschinen an Betriebskosten aufwenden müssen. Und um die enorme Stärke seiner Maschine klarzumachen, hat sich Watt eine neue, raffinierte Maßeinheit errechnet. Die Pferdestärke. Abgeleitet von der Arbeitskraft der Grubenpferde. Einen solchen Vergleich können sich die Minenbesitzer gut vorstellen. Der kluge Plan geht auf und schon bald verkauft er erste Maschinen. Es war eine clevere Methode, Gebühren zu erheben, denn sie basierte auf den Vorteilen der Maschine für die Minenbesitzer. Die sparte ihnen viel Geld und es tat nicht so weh, dem Erfinder nur ein Drittel des Eingesparten geben zu müssen. To provide the inventor with a third of the savings. Watts Dampfmaschine rettet Cornwalls Bergbau. Und bald geht Watt bei den Grubenbesitzern ein und aus. In London ist man hochzufrieden. Bilden die Bodenschätze Cornwalls doch das Rückgrat des nationalen Aufschwungs. In Preußen dagegen wächst die Unruhe. Mit den ausgespähten Plänen alleine ist es nicht gelungen, eine Dampfmaschine zu bauen. Wieder ist ein Spion nach England geschickt worden. Es gelingt ihm, einen Mechaniker aus der Gießerei in Birmingham abzuwerben. Mit ihm verlässt wertvolles Wissen über Watts Maschine die britische Insel. Mithilfe des englischen Verräters gelingt tatsächlich der Nachbau einer Watt'schen Dampfmaschine. Am 23. August 1785, 9 Uhr vormittags, pumpt sie erstmals mit bis zu 16 Hüben pro Minute Wasser aus der Tiefe. Der Standort südlich von Magdeburg liegt auf preußischem Staatsgebiet. Der Auftraggeber der Spione ist offenbar in den allerhöchsten Kreisen des Staates zu suchen. Eine Spur führt in das Schloss Wernigerode, in der Nähe des damaligen Schauplatzes. Dort lagern, fast vergessen von der Geschichte, geheime Aktenbestände der Preußen, darunter auch Bergbauakten. Sie können Aufschluss geben über die spektakuläre Spionageaffäre. Der Leiter des Archivs begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit. Ein von der Zeit gezeichneter Aktenstapel aus dem 18. Jahrhundert bringt es an den Tag. Es war Friedrich II., König von Preußen. Er wusste nicht nur von der Aktion, es war mehr. König Friedrich II. Hat hier persönlich folgende Randnotizen hinterlassen auf diesem Dokument. Einmal ganz gut und hier nach Trinitatis, wenn ich Geld kriege. Eigenhändig unterschrieben mit einer Paraffe, ganz typisch für ihn, Friedrich. Trinitatis, der Sonntag nach Pfingsten. Es steht fest, König Friedrich II. War es höchst selbst, der die Geldmittel für die Industriespionage zur Verfügung stellte.
Alles war minutiös geplant, hatte das erklärte Ziel, Watts Patent zu umgehen. Trotz des Erfolgs in Cornwall haben Watt und Boulton noch immer Probleme. Die Gewinne decken noch nicht einmal die immensen Entwicklungskosten für die Dampfmaschine. Es muss etwas geschehen. Großbritannien wird zu jener Zeit mit Baumwolle überschwemmt. Ein Antrieb für automatische Webstühle und Spinnmaschinen wird dringend gesucht. Nur müsste die Pumpbewegung der Dampfmaschine in eine Rotation übersetzt werden, zum Beispiel durch eine Pleuelstange. Doch die ist schon mit einem Patent belegt. Und Lizenzgebühren will Watt nicht bezahlen. Da erfindet er eine geniale Alternative, das Sun and Planet Getriebe. Dabei kreist ein Zahnrad wie ein Planet um das andere und erzeugt so aus der Hubbewegung eine gleichmäßige, kraftvolle Drehbewegung. Mit dieser Erfindung beginnt ein gigantischer Umbruch. Webereien und Spinnereien setzen jetzt auf die Dampfmaschinen. In Birmingham reißt der Strom der Bestellungen nicht mehr ab. Boulton hat genau begriffen, was man mit Dampfkraft alles machen kann. Er drückte es so aus: Ich verkaufe, was alle Welt verlangt. Energie. Watts Maschinenkraft verändert allmählich das ganze Land. Wird zum Motor einer neuen Epoche, der industriellen Revolution. Der unaufhaltsame Arbeitstakt der Dampfmaschine verwandelt das Antlitz der Welt. Muskelkraft wird jetzt massenhaft durch Maschinen ersetzt. Immer mehr Menschen verlieren ihre Arbeit. Bittere Armut greift um sich und die Wut über die neuen Entwicklungen nimmt zu. Die Angst der Menschen vor der Zukunft wächst beständig. James Watt aber wird gefeiert. Es ist sein Durchbruch. Nach 20 Jahren voller Entbehrungen und Kämpfe ist er oben angekommen, ist Mitglied der gehobenen englischen Gesellschaft. Der Sieg ist perfekt. In den nächsten Jahren verkaufen er und Boulton über 500 Dampfmaschinen. James Watt, der als einfacher Instrumentenbauer begonnen hat, macht ein Vermögen. Da meldet sich auf einmal der Gießmeister Wilkinson und fordert einen größeren Anteil am Profit. Boulton und Watt lehnen entschieden ab. Die beiden Partner bauen kurzerhand ihre eigene, hochmoderne Gießerei auf. Wilkinsons Wissen ist nicht länger ein Geheimnis. Fabrikbesitzer verlangen jetzt immer mehr Leistung. Junge Ingenieure trauen sich zu, die ungeheuren Kräfte des Dampfes im Griff zu haben, gehen damit hohe Risiken ein. Sie jagen Dampf jetzt mit Hochdruck in die Zylinder. Immer größere Dampfmaschinen mit gefährlich hohem Dampfdruck werden gebaut. Watt muss tatenlos zusehen. Sein Patent ist abgelaufen. Watt war sehr besorgt über den Einsatz von Hochdruckdampf. Er wusste, dass die Technik nicht ausgereift war und dass es unweigerlich zu Explosionen und Todesfällen kommen würde. Watts unablässige Warnungen gehen unter im Gebrüll der entfesselten Maschinen. Er soll Recht behalten. In England verlieren zwischen 1800 und 1870 bei 1600 Kesselexplosionen über 5000 Menschen ihr Leben. Der Hochdruckdampf ist dennoch nicht zu stoppen. Riesige dampfgetriebene Schiffe jagen von Kontinent zu Kontinent. Die Dampfkraft revolutioniert das Transportwesen vollständig. Dampflokomotiven bahnen sich ihren Weg mit ungeahnter Geschwindigkeit und Kraft. Der Fortschritt fordert seinen Preis. Dichter Rauch legt sich schon bald über die Städte und macht das Atmen schwer. Heute verlangt die Welt mehr Energie als je zuvor, doch ohne die Umwelt weiter zu belasten. Alternative Energieerzeugung soll helfen. Unter anderem werden spektakuläre Turmkraftwerke entwickelt.
Hunderte von Spiegeln bündeln die Sonnenenergie und lenken sie auf eine Brennkammer an der Spitze des Turms. Was so futuristisch anmutet, ist dennoch nichts anderes als eine moderne Dampfmaschine. Gebündelte Sonnenstrahlen heizen eine Keramikfläche bis auf rund 1000 Grad. Auf diese Weise wird Dampf erzeugt, der eine konventionelle Turbine antreiben soll. Durch Spiegel extrem gebündelt, entwickelt Sonnenlicht zerstörerische Kräfte. Harmlose Sonnenstrahlen können zum Schneidbrenner werden. Selbst eine Stahlplatte, mehrere Zentimeter dick, schmilzt durch die enorme Hitze wie pures Wachs. Am Solarinstitut in Jülich hofft man, bald hitzeresistente Materialien entwickeln zu können. Noch sind die Keramikreceiver, wo die Strahlen auftreffen, die Schwachstelle. Die Forscher arbeiten unter Hochdruck. Es geht um eine Lösung der überlebenswichtigen Energiefrage. Wind, Photovoltaik, Geothermie, alle müssen ihren Beitrag leisten, um die große Nachfrage, die wir in der Zukunft haben werden, damit auch unsere Gesellschaften sich weiterentwickeln können, überhaupt decken zu können. Schon bald, so hoffen die Forscher, werden alle Komponenten des Turmkraftwerkes erforscht sein. Dann kann der Bau eines Versuchskraftwerkes beginnen. Diese Technologie soll es ermöglichen, die ungeheuren Kräfte der Sonne intensiv zu nutzen, als umweltfreundliche, unerschöpfliche Energiequelle der Zukunft. Bis heute kommt der Dampfkraft im Energiewettlauf noch immer eine Schlüsselposition zu. Mit James Watt hat alles begonnen. Er hat mit seiner einfachen und genialen Erfindung des separaten Kondensators den Siegeszug des Dampfes eingeläutet. Am 19. August 1819 stirbt der große schottische Erfinder und wird im englischen Birmingham beigesetzt. Sein Name steht noch heute für die Nutzbarmachung der Dampfkraft, den Beginn eines tiefgreifenden Wandels. Und auch in der Zukunft wird es noch lange nicht ohne die Dampfmaschine gehen. Bei der Versorgung der Menschheit mit Energie.